Hallo, willkommen zu einem Part Isaac Rabbitons. Heute nehme ich eine Folge auf Deutsch auf, einfach weil ich es kann. Und weil ich zu faul bin, Englisch zu reden. Ja, genau. Und ich will unbedingt heute mindestens einen Run mit Apollyon haben, der nicht komplett scheiße ist. An meinem Winstreak kann man eventuell sehen, wie oft ich bereits versucht habe, dieses Video aufzunehmen. Gottverdammt, alleine heute, ich sitze seit fast 3 Stunden hier. Apollyon und ich, wir sind keine Freunde, kann ich euch sagen. Wir sind einfach nicht auf derselben Wellenlänge und es funktioniert einfach irgendwie nicht. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich will unbedingt irgendwas mit Apollyon machen. Keine Ahnung, warum ausgerechnet Apollyon. Ich hab's mir in den Kopf gesetzt, also wird's jetzt auch gemacht, ne? Bis zum bitteren Ende. Und wenn ich bis heute um Mitternacht hier sitze, was schlecht wäre, weil ich morgen auf die Arbeit muss. Um 6:30. Aber ja, ich werde mein Bestes versuchen. Ach ja, ich werde auch mein Bestes versuchen, Hochdeutsch zu reden. Normalerweise rede ich nur im Dialekt, deswegen ist Hochdeutsch ein bisschen unangenehm momentan für mich. Aber ich glaube, je länger ich hier sitze und versuche, Runs aufzunehmen, desto natürlicher wird es für mich werden, Hochdeutsch zu reden. Ja, falls ich doch irgendwas im Dialekt raushau, vergebt mir, ignoriert das einfach. Okay. Ah, und falls ich irgendwas auf Englisch sage, dann vergibt mir bitte auch. Normalerweise streame ich auf Englisch und ich lade all meine Videos auf Englisch hoch. Deswegen kann es sein, dass mir auch irgendwann mal ein englischer Satz rausrutscht oder ein Wort oder irgendwas. Also einfach ignorieren, ne? Okay, cool. So, wir haben unseren ersten Goldraum erreicht. Ich hoffe diesmal, dass es was Besseres wird als The Flash oder irgendeines der anderen Scheiß-Items, die ich in den vorherigen Runs hatte. Irgendwas Gutes, bitte. Keine Ahnung. Irgendwas, was so gut ist, dass ich es nicht voiden will. Wie zum Beispiel irgendein Tears-Effekt oder so. Von mir aus Scorpio, keine Ahnung. Das schon wieder. Oh Gott, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Beim letzten Mal habe ich es gevoidet. Dieses Mal weiß ich nicht. Nein, diesmal wird es auch gevoidet. Luck und Speed. Definitiv nicht meine Lieblingsstats, aber ist okay. Wir haben hier noch einen zweiten Goldraum auf der Ebene, weil das eine XL-Ebene ist. Ich hoffe, ich kriege bis dahin meinen Void aufgeladen. und dann noch für einen Boss. Oh, und theoretisch könnte ich auch einen Devil Deal bekommen auf der Ebene. Aber ich habe mir eh vorgenommen, wenn dann Angel Deal zu machen. Ich glaube, das wäre besser für mich und meine nicht existierenden Herzen. Wenn ihr eins wissen müsst über mich, falls ihr neu hier seid, dann ist es, dass ich der schlechteste Isaac-Spieler der Welt bin. Und ja, 2 Herzen sind im Prinzip nur ein halbes Herz. Die können in einer Sekunde wieder weg sein. Deswegen ist es eigentlich immer ganz gut, dass ich so viele Herzen habe wie möglich. Genau deswegen. Das war der Devil Deal, aber ist okay. Scheiß auf den Devil Deal. Ich kann auch einfach gar keine Deals bekommen. Weder Angel noch Devil. Ist egal, ne? Scheiß drauf. Oh Gott. Ich mag die Spinnen nicht. Ich mag generell die Spinnen nicht. Ich mag auch Spinnen im echten Leben nicht. Ich mag Spinnen nicht. Ist nicht cool. Nicht cool. Geh bitte weg. Dankeschön. Body in a Box. Das hätte ich gerne. So, ohne zu voiden. Das wäre ganz geil. So ein paar Familiars. Ja, das fühle ich, das fühle ich. Weil ich glaube, wenn ich eine Familie hätte, dann würde der hoffentlich mehr Schaden machen als ich. Und das wäre ganz geil, ne? Ja. Also wenn ich das Geld zusammenkriegen würde, würde ich definitiv Body in a Box nehmen. Wenn nicht, denke ich, nehme ich einfach das Soul Heart. Joa. Aber Body in a Box wäre schon geil. Wäre schon geil. Was auch geil wäre, wäre ein gutes Item im Goldraum. Ich glaube, das nehme ich so. Oder? Soll ich es voiden? Nee, ich glaube, das nehme ich so. Ich glaube, das nehme ich so. Size down? Nehme ich so. Range up und Speed up. Speed up hätte ich jetzt nicht gebraucht, ne? Aber wie gesagt, ne? Doch, ich glaube, es war eine bessere Entscheidung, das nicht zu voiden. Jetzt brauche ich noch einen Boss-Raum. Das war's mit meiner Range. Oh, das war einfach.
Da hätte ich gerne eine Bombe für, aber ist okay. Oh Gott, nicht schon wieder die Gegner. Ich hasse die Gegner, die da. Ich hasse die so sehr. Ich glaube, ich mache Curse of the Tower. Und hoffe aufs Beste. Oh Gott, das war hilfreich. Das war hilfreich. Ich hasse so Gegner, die diagonal und nicht diagonal, die vertikal und horizontal schießen können. Mit denen komme ich einfach nicht klar. Okay, Zeit für Boss. Oh ja, Double Boss. Habe ich ja schon wieder vergessen. Das auch nicht mein Lieblingsboss, ne? Ja, nee, das ist nicht mein Lieblingsboss. Oh Gott. Ich glaube, der Run wird nicht lang dauern. Ich weiß nicht, ob ich den Bosskampf überlebe. Ich bin ehrlich mit euch, ne? Ich bin ehrlich. Okay. Bis jetzt. Gib mir bitte ein gutes Item. Eins, das so geil ist, dass ich es nicht voiden muss. Das wäre ganz cool. Damit ich es für den nächsten Boss aufheben kann. Keine Ahnung, Wirecode-Hänger. Callow Ninetales. Das nehme ich auch. Das nehme ich auch. Ein paar Herzen. Ein Herz und noch ein Size Down. Das nehme ich, das nehme ich. Okay. Nächster Boss. Oh, Monstro. Oh, Monstro ist fein. Monstro ist okay. Monstro ist okay. Damit kann ich leben. Damit kann ich definitiv leben. Danke, Monstro. Ich habe schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Haunt oder so. Oder Widow. Widow wäre auch komplett scheiße gewesen. Aber Monstro? Monstro mag ich. Du bist ein guter Boss. Dankeschön. Ich bin so froh, dass du existierst. Du machst es mir so einfach. Dankeschön. Ja, du könntest mir auch ein geiles Item geben, Monstro. Theoretisch, hoffentlich, eventuell, ne? Monstros Lunge wäre nicht so geil, aber das kann ich voiden. Das kann ich voiden. Und? Sintol, das ist ein Damage-Up. Das nehme ich so mit. Und wir haben einen Devil Deal bekommen. Echt? Echt? Kann ich die voiden, bevor ich dafür Herzen ausgegeben habe? Ich glaube nicht, ne? Deswegen würde ich sagen, ich gehe einfach. Oh ja, Buddy in a Box. Ich gehe einfach zuerst Buddy in a Box holen. Hoffentlich. Ich habe das Geld dafür nicht. Ich muss irgendwie Geld auftreiben. Aber Angel Deals sollte ich eigentlich alle voiden können. Da ist eine Münze. Könnt ihr mir den Geheimraum aussprengen, wenn er da ist? Hast du nicht vor? Okay, cool. Eine Münze? Ich brauche noch zwei Münzen. Drei Münzen. Ich brauche noch drei Münzen. Ich brauche noch drei Münzen. Krieg ich eine Münze? Das ist keine Münze. Hallo, ich brauche noch drei Münzen, bitte. Oder eine Bombe. Ich würde sogar eine Bombe nehmen. Danke. Will ich den Geheimraum versuchen? Aber das ist halt auch keine Garantie, dass da Geld drin ist, ne? Ich bin mal auch nicht sicher, wo der ist. Ich bin mal nicht sicher. Ich glaube, ich springe mal wieder. Obwohl, vielleicht sollte ich tatsächlich lieber hier hingehen und das machen. Da ist Geld drin. Ich muss die Donation Machine nicht schon wieder sprengen. Das habe ich bereits heute schon ein paar Mal gemacht. Und gestern im Stream. Deswegen wäre es ganz geil, wenn ich es nicht nochmal machen muss. Und ich muss auch nicht. Buddy in a Box. Und ich kann mir sogar das Soul Heart leisten. Oh, das war ein guter Shop. Dankeschön. Okay. Buddy in a Box. Ungemein hilfreich. So ein paar Familiar, die mit mir schießen. Vor allem, wenn ich keine Damage-Ups oder so bekomme. Definitiv hilfreich. Okay. Jetzt sind wir theoretisch schon auf der dritten Ebene, weil wir haben ja eine Doppelebene gehabt. Oh, Gladini. Oh, geil. Oh, geil. Direkt Schaden genommen. Geil. Nicht mein Lieblings-Mini-Boss. Definitiv nicht. Ich glaube, das wäre Pride, weil der am einfachsten zu bekämpfen ist, glaube ich. Wiggleworm. Das sind Tears Up und Spectral Tears. Ich nehme es mal mit. Ich gucke es mir mal an, wie hilfreich das ist.
Wenn ich damit nicht klarkomme, lege ich es nochmal weg. Aber Spectral Tears sind eigentlich ganz geil, ne? Und so ein Tiersab kann man eigentlich nichts mit falsch machen. Okay. Vor allem in Zoo-Räumen sind die Spectral Tears, glaube ich, ungemein hilfreich. Okay. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war knapp. Das war knapp. Okay. Oh mein Gott. Ich bin erstaunt, dass ich keinen Schaden genommen habe. Ich habe mich in dem Raum sterben gesehen. Ich bin ehrlich. Ich habe mich eigentlich sterben gesehen in dem Raum. Ich bin auch ein bisschen schneller, als ich das wollen würde. Speed ist ganz nett, ne? Aber ich komme momentan mit meinem Speed nicht ganz klar. Ist ein bisschen zu schnell meinem Geschmack nach. Joa. Würdest du bitte einfach gehen? Ein Soul Heart für mich. Oh mein Gott, danke schön. Soll ich Boss jetzt machen? Ich glaube, warum nicht? Warum nicht? Ich habe gerade eine Void-Aufladung und die will ich nicht verschwenden. Vielleicht kriege ich ja noch eine zweite für den Goldraum. Fistula, kein Favorit, aber ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Ist machbar, ist eigentlich machbar. Oh mein Gott, oh mein Gott. Eigentlich machbar. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, ich lebe noch, ich lebe noch. Ich habe keinen Schaden genommen. Come on, komm schon, please. Das ist mein Angel Deal, let's go. Lil Delirium. Ich glaube, das nehme ich so mit. Noch ein Familiar? Das nehme ich auch so mit. Wie ich bereits angemerkt habe, falls das in dem Part war, weiß ich gar nicht. Je mehr Herzen ich habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich überlebe bis zur Cathedral. Deswegen nehme ich es tatsächlich so mit. Ja, au. Da habe ich Schaden genommen. Da habe ich schon wieder Schaden genommen. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Okay, Zeit für einen Goldraum. Noch ein Soul Heart. Dankeschön, das nehme ich sehr gern mit. Liberty Cap. Nee, ich glaube, ich mag den Wiggleworm eigentlich ganz gern. Ich habe zwei Bomben, da kann ich rein. Da kann ich rein. Oh, cool. Also kann ich mal aussehen. Ich habe keine Bombe mehr. Ich hätte gerne eine Bombe für den Teppich und für den Spiegel. Für ein paar. Obwohl. Die letzten paar Runs, wo ich Pillen genommen habe, das war keine gute Entscheidung, kann ich euch sagen, ne? Der eine Run, wo ich eine Health-Down-Pille bekommen habe, der war kein Hit, ne? Der Run war kein Hit, ne? Vielleicht sollte ich es doch nicht machen. Aber einen Teppich wegspringen, das würde ich machen, um vielleicht einen Crawl Space zu bekommen. Das ist auch schon eine Bombe. Geil, geil. Ich gehe noch zuerst in den Goldraum. Shop könnten wir theoretisch auch. Ich habe 7 Schlüssel. Und 6 Münzen. Also ich könnte auch ein Soul Heart mitnehmen, falls da eins drin ist. Falls ich den Raum hier überlebe. Das weiß man bei mir nie so genau. Wie gesagt, schlechteste Eis-6-Spieler der Welt. Ja, das Soul Heart nehme ich mit. Das nehme ich mit. Okay. Eine Batterie wäre hier auch drin. X-Ray Vision. Ich glaube, das nehme ich auch mit. Ich weiß, Apollyon ist eigentlich dafür gedacht, dass man so viele Sachen wie möglich voidet, um Stats up zu bekommen und so, ne? Aber X-Ray Vision, vor allem wenn ich jetzt gerade so wenig Bomben habe, ist eigentlich ganz geil, ne? Vor allem, eventuell könnte ich ja dann einen Secret Room bekommen, wo ein Item drin ist, das ich voiden kann. Oder einfach nur ein geiles Secret Room Item. Der Arki. Obwohl, der Arki wird mir gar nicht so viel bringen, oder? Weil ich habe hier schon ein Spacebar Item. Oder ich könnte den Arki voiden. Wenn ich den Arki voide, mal so angenommen, würde das dann nur einmal funktionieren mit The Void?
dass er dann nur einmal getriggert wird, oder wird das dann jedes Mal getriggert werden? Wenn er ja jedes Mal getriggert werden würde, dann wäre der Run ja endlos. Nee, dann müsste es, glaube ich, nur einmal funktionieren, ne? Magic Fingers, definitiv kein Favorit. Das will ich auch nicht voiden, weil ich das dann nicht jedes Mal benutzen will. Ich würde mein Geld, glaube ich, ganz gern behalten. Vor allem benutze ich ja mein Void-Item immer nur dann in einem Raum, wo keine Gegner drin sind. Zum Beispiel nach einem Bosskampf erst. Deswegen würde es auch nicht so viel Sinn machen, das mitzunehmen. Das wäre dann nur Geldverschwendung. Ja, ne? Von allen Items, die man in einem Crawl Space bekommen kann, Magic Fingers ist jetzt nicht so, ne? Naja. Nächste Ebene. Yay! Vielleicht auf dieser Ebene. Oh, Curse of the Blind. Oh. Schön. Freue ich mich. Ich glaube, auf dieser Ebene werde ich den Goldraum auslassen. Mit Curse of the Blind. Weiß ich. Obwohl, ich könnte es auch einfach voiden, ne? Ich könnte es einfach voiden. Das wäre, glaube ich, die beste Wahl, weil dann damit kann ich dann, glaube ich, am wenigsten falsch machen, wenn ich es einfach voide. Zur Not kriege ich halt einfach Stats ab, ne? Und wenn ich es halt nicht voide und es einfach so mitnehme, habe ich halt auch immer das Risiko, dass ich, keine Ahnung, Curse of the Tower mitnehme oder Cursed Eye oder so ein Scheiß, ne? Deswegen wäre es, glaube ich, ganz geil, wenn ich es dann einfach voide. Und selbst wenn es ein Spacebar-Item ist, dann ist es. Dann, ja, dann benutze ich es halt jedes Mal, wenn ich voide, ist okay. Ja, voiden ist definitiv die bessere Alternative. Obwohl es, glaube ich, auch gar nicht so dumm wäre, den Goldraum auszulassen und dann auf ein Planetarium zu hoffen, nächste Ebene. Aber ich hätte ja dann eh nur eine 20-prozentige Planetarium-Chance. Also auch nicht gerade hoch, ne? Ach, ich überlege einfach noch. Wieso habe ich nur eine 16-prozentige Angel-Deal-Chance momentan? Weil ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht meinen Void aufheben soll, falls dann Boss und dann Angel Deal, weil ich sehe ja auch die Angel Deal Items nicht. Aber ich glaube, es gibt auch kein Angel Deal Item, das schlecht wäre, einfach so aufzuheben, ne? Manche sind halt einfach nur nutzlos, aber nicht so, dass sie dann den Run killen würden. Keine Ahnung, was das war, aber ich habe noch einen Luck und einen Ranger. Also, ja. Irgendwas wird's gewesen sein. War anscheinend ein passives Item. Ist okay, ist okay. So, dann machen wir uns mal auf Richtung Bossraum. Ich glaube, ich mag meinen Wiggle Worm. Ich glaube, der ist ganz geil. Ich glaube, der ist eigentlich ganz geil momentan. Und die Spectral Tears sind ein Hit. Die finde ich gut. Delirium ist auch okay. Ist okay. Joa, ne? Er ist halt da, ne? Er macht halt manchmal was. Auch so Lil Brimstone ist eigentlich ganz geil. Okay. Ich gehe in den Shop. Ich sehe zwar nichts, aber. Ah, okay. Das hat sich dann eh erledigt, ne? Okay. Joa, ne? War, ja. Ohne Batterie. Oh, das ist tatsächlich, nützlich, I guess. Wenn ich einen Deal bekomme, könnte ich zuerst einen Deal rein, das dann voiden und danach die Batterie holen und dann das Boss-Item eventuell voiden. Oh, ein Soulheart, Dankeschön. Das ist der Plan. Oh mein Gott, ich war so abgelenkt von dem Delirium Robo Baby 2.0, dass ich nicht gesehen habe, wo ich war. Okay, ich schätze, es ist Zeit für den Boss. Ich benutze einfach mal das.
Just in case, ne? Man weiß ja nie. Bobs Brain ist jetzt nicht so geil. Oh Gott, okay, ist weg. Ich hab schon kaum gesehen, dass ich mich gerade mit Bobs Brain umbringe. Da unten in der Ecke, ne? Aber hey, hat zum Glück rechtzeitig gewechselt. Das wäre sonst sehr schön, sehr unschön ausgegangen. Aber es war ja dann doch okay. Okay, das war ein Bosskampf. Ein Devil Deal. Da will ich aber nicht rein. Ich will ein Angel Deal. Das wollte ich. Speed und Tears Up. Speed Up hätte ich jetzt nicht gebraucht. Tears Up ist ganz geil. Shop war ich gewesen. Goldraum war ich gewesen. Secret Room, Super Secret Room war ich gewesen. Joa, ich könnte aber kurz in den Arcade-Raum gehen. Gucken, ob da ein Demon-Bäcker ist, wo ich meine Herzen ausgeben kann, weil ich habe ein paar rote Herzen rumliegen. Vielleicht zahlt er aus. Ich sehe das Item zwar nicht, aber ich könnte es voiden. Und wenn nicht, kann ich es auch einfach mitnehmen. Ah, ich kann es nicht voiden. Ich habe keine Aufladung. Da ist kein Demon-Bäcker. Aber du kannst mein Item aufladen, theoretisch. Ich könnte aber ein IV-Bag eventuell kriegen. Und das kann ich dann voiden. Eventuell. Wenn er mir den IV-Bag geben möchte. Nee? Okay. Ja, schlecht, ne? Ah, nicht den IV-Bag, den anderen. Warte, der IV-Bag ist, glaube ich, das Active-Item und das Passive-Item ist, ist das ein... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich lasse es aber einfach. War am Shop... Ah, ich kann den Shop nicht sehen, ne? Ich kann den Shop gar nicht sehen. Ich habe ja Curse of the Blind. Ah, ja, da war ja was. Ah, da war eh nichts drin. Da war ja, Greed drin. Okay, aber für den nächsten Shop kann ich ordentlich was kaufen. Das ist gut, das ist gut. Gib mir das und gib mir das. Und dann nächste Ebene. Okay. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. So. Da wären... was ist das für ein niedlicher Begleiter? Guck mal, hier ist ein kleines Feuer. Oh, das ist voll süß. Oh, das habe ich doch gar nicht gesehen. Oh, der ist so niedlich. Oh, so ein kleines Feuerding. Oh. Okay. Yay, das hätte ich wahrscheinlich, damit hätte ich wahrscheinlich warten sollen, bis ich einen Arcade oder so gefunden habe, einen Demon-Bagger. Naja. Aber ich kann euch umbringen. Und das war meine letzte Bombe, aber ist egal. Ich brauche hier keine Bomben für den Geheimraum. Und da waren Fünfer drin. Okay, ich gehe diese Richtung. Cool. Jetzt muss ich nur... Ich bin ein bisschen zu schnell für den Raum. Das gefällt mir nicht. Aber meine Hände sind ein bisschen schwitzig, weil ich heute schon so viele Runs verkackt habe und ich deswegen nervös bin, nicht noch einen Run zu verkacken. Ja. Okay. Lil Haunt. Ich werde dieses Item auch mitnehmen, ohne es zu voiden. Ich mag Lil Haunt sehr gern. Das ist einer der meiner Meinung nach besten Begleiter. Yeah. Nein. Nicht dieser Raum. Nein, nicht dieser Raum, bitte. Bitte nicht. Nein. Nee, du. Nee, du, nee, du, nee, du. Nee, du. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft, ohne Schaden zu nehmen. Oh mein Gott, ich bin begeistert. Oh wow. Oh wow. Yay, ich hab's geschafft. Ja, Lil Haunt ist ein sehr guter Begleiter. Bin ich großer Fan von. Nee, ich mag meinen Wiggleworm sehr gerne. Den würde ich gerne behalten. Vor allem mit Nordleaf und The Leech in Kombination und dem Straw, dem Active Item. Fantastischer Weg, da Hash zu bekämpfen. Unfassbar langsamer Weg, Hash zu bekämpfen, aber effizient und immer eine hundertprozentige Siegeschance. Dauert halt nur, ne? Ja, bin ich eigentlich großer Fan von. Deswegen nehme ich Haunt mit. Seht ihn euch an, wie er tatsächlich etwas macht im Gegensatz zu Little Delirium.
Ich mag Lil Horn. Schade, dass er nicht zu Conjoint zählt, aber ist okay. Ist okay. Und ich bin so klein, manchmal sehe ich gar nicht, wo ich bin im Raum. Da ist der Shop, wo ich hoffentlich ordentlich Geld ausgeben kann. Bogo-Bombs. Klar, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ich brauche die Bomben zwar nicht mehr für die Secret Rooms, aber ich bräuchte die halt theoretisch schon noch, wenn ich einen, wenn ich einen, oh Gott, wo bin ich? Ich bin zu klein, ich sehe mich nicht, wenn ich einen Tinted Rock finde. Oder halt so eine Double Bomb Tür oder so. Ich bin zu klein, ich bin zu klein, Hilfe! Okay, ich lebe noch, ich lebe noch. Ich war in beiden Secret Rooms, ich war im Goldraum, ich war im Shop. Ich glaube, ich kann einfach zum Boss gehen. Okay, cool. Das ist definitiv ein Item, das ich voiden werde. Den Cube of Meat oder Ball of Bandages. Das ist kein, nee. Das werde ich definitiv voiden. Für ein nices Stats-Up. Ich hoffe auf ein Damage-Up. Das wäre ganz geil. Oh Mann, ich bin so klein. Ich sehe mich nicht neben den ganzen Spinnen. Ich sehe mich nicht. Das wird gevoidet. Let's go. Kein Angel-Deal. Sehr schade, sehr schade. Okay, und damit würde ich sagen, nehme ich oben die Batterie mit im Falle des Falles, dass ich direkt neben dem Shop oder dem Goldraum spawne, dass ich das direkt dann direkt rein kann, damit ich mir eine Aufladung vielleicht für den Boss aufheben kann. Warte. So, ganz langsam, ganz vorsichtig, nicht verkacken, Luzi, bitte. Ich will hier nicht noch 3 Stunden sitzen und einen Run aufnehmen müssen, okay? Sei einfach vorsichtig und stell dich nicht so dumm dran. Okay. Ich hätte eigentlich auch gerne einen Arcade gehabt. Ist okay, ist okay, ist okay. Ist okay. Was auch immer, was auch immer. Ich hätte auch gerne noch mal ein paar neue Soul Hearts. Die gehen mir langsam aus. Ich verliere Soul Hearts relativ schnell. Deswegen wäre ganz geil, wenn ich noch ein paar bekommen würde. Oh mein Gott, seht euch den Buddy in der Box an. Er ist ein Pirat. Oh mein Gott, Curse of the Maze, warum tust du mir das an? Lass mich doch bitte einfach in den Gold, in den Secret Room gehen. Ha. Lass mich jetzt bitte da reingehen. Oh Gott. Ich will doch nicht mehr hier reingehen. Ja, das war ein Bosskampf, ne? Ja, war sehr, oh, was ist. Was ist das? Oh, das ist so ein Double Key Room. Zum Glück bin ich da mit so reingekommen, weil wenn ich wirklich 2 Schlüssel dafür ausgegeben hätte, dann wäre das schon eine Verschwendung gewesen, ne? Okay, wieso gehe ich nicht gerade noch da hoch? Da ist nichts, okay. Ist da was drin? Nee, ist da was drin? Nö, okay. Dann gehen wir halt in diese Richtung. Oder der Raum sieht auch nicht sehr spaßig aus. Das ist auch kein spaßiger Raum, das weiß ich jetzt schon. Ich bin kleiner als meine Familie, ist also ein bisschen meine Begleiter. Okay. Oh, Geld. Ja, Geld. Money equals power vielleicht. Spiel, falls du willst, falls du möchtest. Es ist kein Muss. Oh mein Gott, ich bin so klein, ich sehe nicht, wo ich stehe. Okay, Itemraum, Goldraum, let's go. Lil Gish. Den nehme ich auch so mit. Noch ein Familiar? Ich glaube, das ist eine gute Taktik. Ja, klar, die Stats ab, ne? Schade, schade. Aber, ich bin sehr glücklich mit all meinen Familien, sogar mit Little Delirium. Und sie sind eine Bereicherung für diesen Run. Deswegen, wenn ich noch einen bekomme, den nehme ich den mit. Wenn es jetzt Brother Bobby oder Sister Maggie gewesen wäre, hätte ich es mir vielleicht zweimal überlegt. Aber Little Gish ist solide. Der ist solide. Da kann man nichts gegen sagen. Okay.
Ist das ein Active Item? Das will ich nicht. Ja. Das war schlecht. Scheiße. Das war schlecht. Das war nicht gut. Das war schlecht. Ach, scheiße. Ach, scheiße, Mann. Ja, das war echt sehr bescheiden. Das war sehr, sehr bescheiden. Das war auch sehr bescheiden. Oh mein Gott, jetzt werde ich panisch. Jetzt werde ich panisch. Oh Gott. Ich würde halt wirklich gerne nicht sterben jetzt, weil bis jetzt war der Run eigentlich voll okay und jetzt fange ich an, Scheiße zu bauen. Auf einmal. Oh, das hilft, das hilft. Das hilft ungemein. Hätte ich vielleicht aufheben sollen nach dem Bosskampf, falls ich es eventuell verliere, aber das hilft ungemein. Das hilft ungemein. Ich hätte gern noch 3 im Super Secret Room jetzt. Nee? Okay. Dann nicht. Dann nicht. Ich spreng dich weg. Für eine höhere Angel Deal Chance. Hat nicht viel gebracht, aber wenigstens ein bisschen was. Ja, sieht doch wieder auf einmal sehr viel schlechter aus als davor, ne? Und ich finde immer einen Weg, den Run zu verlieren. Immer. 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 Egal wie viel geile Items ich habe, ich finde immer einen Weg. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wo ich bin. Okay. Paralysis. Ab dem Punkt kann es ja keine Health-Down-Pille mehr sein, aber vielleicht eine Health-Up-Pille. Deswegen nehme ich sie jetzt mit. Ich hab sogar gesagt, dass ich eigentlich keine Pillen mitnehmen will. Genau deswegen. Genau deswegen, ne? Ich bin schon bei Mom. Ah, was ein Scheiß. Was ein Scheiß. Aber hier gibt's auch nichts weiter, was ich noch machen will, ne? Ich könnte versuchen, noch den einen Raum zu clearen. Vielleicht finde ich noch ein Arcade eventuell. Ah, Mann. Nein, ich hätte definitiv das Eternal Heart nach Mom mitnehmen sollen. Das war auch nicht so schlau. Das war auch nicht so schlau, genauso wie dieser Raum. Der ist auch nicht so schlau. Joa, Tinted Rock? Nein? Okay, cool. Fantastisch, danke schön. Danke für gar nichts. Oh ja, ich bin geportet worden. Oh mein Gott. Curse of the Maze, ne? Ja, ich war in allen Räumen. Da ist eine Slot Machine, aber sehr unwahrscheinlich, dass da blaue Herzen rauskommen. Ich glaube, die können aus den normalen Garten rauskommen. Ich bin mal nicht sicher. Deswegen mache ich einfach Mom. Das wird ein Desaster. Das wird ein Desaster, Leute. Kann ich das Polaroid und das Negativ beides voiden, by the way? Fragt für einen Freund. Ich frag für einen Freund. Ah, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Geh weg. Ich bin hochkonzentriert, falls man das eventuell nicht merkt. Ich hab's geschafft, ohne Schaden zu nehmen. Oh mein Gott, ich bin so ein Gott-Gamer. Ich kann beide mitnehmen. Oh, warte. Oh, warte. Oh, warte, warte. Ich hab die jetzt gevoidet, ne? Das war eigentlich gar nicht so schlau. Amnesia, okay, was auch immer. Health Up! Ich habe eine Health Up-Pille in meinem Pillenpool. Oh mein Gott, der Run ist gerettet. Der Run ist gerettet. Oh mein Gott. Oh Gott sei Dank. Ja, das war, glaube ich, gar nicht so schlau, die zu voiden. Also ich hätte das Polaroid. Das hätte ich mitnehmen sollen. Das andere hätte ich voiden sollen. Naja, aus Fehlern wird man klug. Das war nicht so schlau. Das war nicht so schlau. Naja. Das ist die Lucius L. Erfahrung. Ja.
kann ich jetzt überhaupt noch in die Cathedral reingehen ohne das Polaroid? Brauche ich die eigentlich? So ganz dumm gefragt. Brauche ich die eigentlich? Weil wenn ja, dann naja, scheiße, ne? Scheiße gelaufen, ne? Naja. Ist halt jetzt so. Oh mein Gott. Aber hey, oh mein Gott. Ich sehe nichts. Ich sehe nicht, wo ich bin. Ich sehe nicht, wo ich bin. Die Helferpille war ungemein hilfreich. Jetzt brauche ich nur noch rote Herzen. Jetzt brauche ich noch ein paar rote Herzen, damit ich nicht sterbe und dann ist alles okay. Und vielleicht noch eine Health-Up-Pille oder zwei oder drei oder vier. Ja. Das wäre so mein Lebenstraum jetzt im Moment. Das wäre so der Lebenstraum. Da ist der Super Secret Room. Da ist bestimmt irgendwas Geiles drin. Ganz viele Pillen, ganz viele Health-Up-Pillen oder Eternal Hearts. 5 Stück oder so. Man kann ja träumen, ne? Man kann ja träumen. Das darf man ja wohl noch. Das ist auch sehr hilfreich. Dankeschön. Danke. Damit gebe ich mich auch zufrieden. Dankeschön. Ist das ein Technology-Auge? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh doch weg. Au. Wieso lebt der noch? Nein. Little Haunt, hilf mir. Dankeschön. Okay, dann nehmen wir noch mal eins mit. Und dann gehen wir zum Boss. Loki ist okay. Loki ist okay. Mit Loki kann ich arbeiten. Mit Loki kann ich definitiv arbeiten. Plazenta nehme ich mit. Ich habe vorhin einen Run aufgenommen, wo ich Plazenta nicht mitgenommen habe. Und ich habe es bereut. Ich habe es sehr, 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 sehr bereut. Deswegen wird Plazenta jetzt mitgenommen. Okay. Außerdem, ich habe ja schon 7 Damage. Das reicht ja, ne? Das reicht. Ajo, das reicht. Ich bin sehr überfordert in diesem Raum. Ich weiß gerade nicht, was passiert. Aber ist okay. Okay. Ah, noch der Typ da. Little Horn ist zu langsam. Was haben wir hier? Bombsaki. Ist okay. Was auch immer. Magic Mushroom. Ich habe mich fast umgebracht. Kein Magic Mushroom. Das ist okay. Ist okay. Ist okay. Was haben wir da? Ah, hallo. Hallo, hallo, hallo. Du könntest auszahlen und mir ein Item geben, theoretisch. Counterfeit Penny. Oh, hi. Ich habe was freigeschaltet. Oh mein Gott. Danke für die Schlüssel. Danke für die Bomben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin ein Gewinner. Oder auch nicht. Eine Münze. Eine Bombe. Okay. Noch eine Bombe. Ein Schlüssel, ja. Naja, wenn ich in die Chest will, dann wäre ein Schlüssel eigentlich ganz, ganz hilfreich, ne? Ich habe auch 3 Luck, ne? Das müsste ja eigentlich bedeuten, dass ich mehr Chests in der Chest finde, ne? Eigentlich. Eigentlich. Könntest du mir bitte nochmal was geben? Das brauche ich eigentlich nicht, aber ich nehme es auch gern. Dankeschön. Man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Oh, Münzen. Danke, danke, danke. Hier. Au. Oh mein Gott, die scheiß Fliege. Noch ein Herz. Würdest du mir vielleicht das Fliegen-Item geben? Das wäre ganz geil. Das kann ich voiden. Dann kriege ich ein Stats up, bitte. Komm schon. Komm schon, gib mir das Fliegen-Item, bitte. Da ist es, okay. Hier. Scheiße. Kann ich es nochmal haben? Ich hab verkackt, bitte. Ach, Mann. Komm schon. Komm schon, bitte. Nein.
Wenn ich was rausschneide, dann definitiv das. Falls ich wirklich was aus dem Part rausschneiden werde, dann ist es das hier, diese Stelle. Gib mir das doch Gottverdammt nochmal, dieses scheiß Item jetzt, bitte. Au, jetzt habe ich Schaden genommen. Er will es mir auch nicht geben, ne? Ah, mit Bobs Curse momentan, Bobs Brain direkt vor meiner Nase, ist es vielleicht auch nicht so geil, wenn ich dann da die ganze Zeit feuer, ne? Da ist es, okay, hier. Ja! Das wollte ich. Range und irgendwas anderes. Kein Damage ab, aber ist okay. Au. 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 Oh, scheiße, ich habe vergessen, dass du... Aber zum Glück habe ich ja hier meine Herzen liegen, die ich gewonnen habe. Dann kann ich die mitnehmen. Und den Raum da kann ich überspringen. Da weiß ich ja, dass der nur scheiße ist, ne? Hier lang gehen. Dann kann ich versuchen, nicht in diesem Raum zu sterben. Vielleicht sollte ich Lil Horn alles machen lassen. Danke, Lil Horn. Du bist eine Bereicherung meines Lebens. Ich wünschte, ich könnte für immer an deiner Seite sein. Au. Okay, joa. Oh, danke, 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 danke. Die brauche ich. Die brauche ich. Okay, cool. Oh Gott, wo soll ich da stehen? Wo soll ich denn da stehen? Okay. Ich mag die nicht. Ich mag die schon nicht, wenn die einen normalen Brimstone haben. Aber dann dieser doppelte? Nee, das muss jetzt nicht sein, ne? Und das Ganze war eine Sackgasse. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Dann gehen wir halt noch hier runter. Das ist auch ein sehr unangenehmer Raum. Der ist, ja, kein Favorit. Das kann ich sagen. Definitiv auch kein persönlicher Favorit von mir. Okay, ja. Ich bin eigentlich ganz glücklich, dass ich so viele Range-Ups bekommen habe, weil das hilft doch eigentlich schon ungemein. Vor allem bei diesen Räumen mit den ganzen explosiven Gegnern, wenn ich einfach auf der anderen Seite stehen bleiben kann. Ich gehe nach unten. Okay. Oh, naja. Oh, der Raum ist scheiße. Okay, das war besser als gedacht. Besser als gedacht. Und da ist auch schon der Boss und der Super Secret Room. Und dann hoffe ich, dass da was unfassbar Geiles drin ist. Wie zum Beispiel... 5 Eternal Hearts. Oder eine Slot Machine. Die mir auch Pillen geben kann. Und dann kann ich eventuell eine Helfer-Pille bekommen. Justice ist okay, ist okay. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich habe 3 Luck. Also eigentlich müsste ich da noch ein bisschen mehr was rauskriegen, ne? Let's go! Callus, das Trinket ist eigentlich auch ganz geil. Dann, weil das mit dem Immune to Creep und so, das ist eigentlich ganz praktisch. Vor allem, weil ich auch in letzter Zeit ziemlich oft reingerannt bin. Aber ich mag meinen Wiggleworm halt echt gern, ne? Ich mag ihn eigentlich richtig gern. Deswegen bin ich momentan so ein bisschen, weiß ich nicht. War das so eine Hierophant-Karte? Nee, Tower. Tower will ich nicht. Da habe ich Careless, dann habe ich noch Hairpin, nicht so geil. Und Broken Syringe ist auch okay. Tower will ich nicht. Hanged Man könnte eventuell irgendwann mal hilfreich sein. Jo, Careless ist eigentlich ganz geil, ne? Ah, nee, lassen wir.
Ich bleib beim Wiggleworm. Der hat mir so viele gute Dienste geleistet, die letzten paar Ebenen über. Dann bleibe ich auch bei dem. Okay, Zeit für Idlis. Zeit für Idlis. Okay, Idlis. Es wäre mir sehr recht, wenn du einfach kurz und schmerzlos sterben würdest. Dann, oh. Little Brimstone, so geil. Ist tatsächlich sogar sehr hilfreich momentan. Au. Oh, Little Brimstone, das war's schon. Okay, cool. Ah, okay. Shoutout an Little Haunt. Ich glaube, ohne dich hätte das sehr viel länger gedauert. Aber hey, ich hab's in die Cathedral geschafft. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ja, der Run geht länger als erwartet. Ich kann aus dem Run ein Video machen. Ich kann es schneiden und hochladen. Oh mein Gott. Ist mir egal, ob ich gegen Isaac sterbe. Ich habe mein Lebensziel erreicht für heute. Oh mein Gott, ich kann endlich anfangen, nachdem ich das hier aufgenommen habe. Au. Oh. Das scheiß Video zu schneiden und ein Thumbnail zu machen. Gott sei Dank. Health up! Ja. Oh mein Gott, es ist 5 Uhr gleich. 5 Uhr nachmittags. Und ich kann endlich anfangen, was Produktives zu machen. So Videos schneiden und Thumbnails und so. Ich habe nicht noch ein Video, das ich eigentlich auch hochladen will. Ah, das ich zuerst hochladen werde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gott sei Dank, endlich ein Napoleon Run, der irgendwas kann. Der nicht komplett scheiße ist. Okay, und jetzt noch Bookworm, let's go. Die Bibel. How to Jump. Und eine Telepathy for Dummies. Und Book of Sin. Book of Sin nehme ich mit. Telepathy for Dummies nehme ich mit. Die Bibel nehme ich auch mit. Okay. Telepathy for Dummies würde ich eigentlich tatsächlich ganz gern bei Isaac benutzen. Und eine Batterie. Deswegen nehme ich es, glaube ich, mit und danach voide ich die drei Sachen. Und ja. Ich glaube, Telepathy for Dummies kann echt ganz geil sein. Ich bin tatsächlich großer Fan von dem Buch. Manche Leute appreciaten das gar nicht so, ne? Aber ich finde das eigentlich sehr nützlich. Aber manche Leute sehen das irgendwie nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Die appreciaten das nicht. Hat eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Telepathy for Dummies. Und du brauchst nur zwei Aufladungen für Homing Tears. Also, ne? Monstro 2 ist kein Hit. Freue ich mich nicht so drüber. Ist ein bisschen anstrengend. Ist ein bisschen anstrengend. Au. Ja, deswegen. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Monstro, bitte stirb einfach. Ein rotes Herz. Okay, danke schön, danke schön. Joa, ich bin fast tot. Aber der Run geht auch schon länger, als ich gedacht hatte, dass er gehen würde. Also, alles okay. Alles okay. Das ist nicht okay. Nee. Nee. Nee, nee du, nee du, nee du. Nee du, lass mal stecken. Nee, 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 nee. Also Haunt direkt nach Monstro 2? Nee, nee, fühle ich nicht, fühle ich nicht. Nee, lass mal, ne? Ich glaube, jeder, der bis hierhin das Video gesehen hat, kann nachvollziehen, warum ich mich da rausgesprengt habe. Joa. Ja. Bin jetzt kein Haunt-Fan. Und ist auch nicht. Und davon bin ich auch kein Fan. Und ist auch nicht, vor allem, wenn ich so kurz davor bin, irgendwas zu erreichen und meine Herzen aber sehr limitiert sind, ne? Ja, okay. Ich muss mich also hoffentlich nicht rechtfertigen, warum ich mich da rausgeportet habe. Okay, rausgebombt habe. Ja. Okay, gut. Fantastisch. Was ist das? Speed down ist okay, ist okay.
Ich hätte gern noch ein paar rote Herzen. Ich bin ziemlich nah dabei zu sterben. Das ist der perfekte Raum für meinen Wiggleworm mit meinen Spectral Tears. Und das ist auch ein guter Lilhorn-Raum. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, würdest du bitte sterben? Dankeschön, gib mir den Schlüssel. Da ist mein Super Secret Geheimraum. Ein Eternal Heart, das nehme ich mit. Ich verliere es gleich, aber ich nehme es. Plazenta! Ich habe ja Plazenta, Leute! Ich kann ja theoretisch einfach hier stehen und warten, bis Plazenta mich aufgeheilt hat. Oh mein Gott, das ist ja die Strat. Okay, ich mach kurz die Aufnahme pausieren. Und dann sehen wir uns wieder, wenn Plazenta mich voll aufgeheilt hat. Okay, also Plazenta weigert sich, das letzte bisschen meiner roten Herzen zu heilen. Aber das ist okay. Wir wagen es einfach. Ich wage es einfach. Ich habe noch Teleperry for Dummies. Das wird schon. Und ich habe Bomben. Ich habe jede Menge Bomben. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Und wenn nicht, dann war es trotzdem ein sehr erfolgreicher Part bis hierhin. Okay, let's go. Hallo, Isaac. Okay. Das war's mit meinem Eternal Heart. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und ja, ich habe Polaroid nicht. Deswegen ist momentan relativ schlecht, ne? Deswegen nehme ich auch sehr viel Schaden. Das war nicht so schlau. Das war definitiv. Ich glaube. Der Part endet hier bei Isaac. Ja. Und ich habe extra gewartet, bis Plazenta mich voll geheilt hat. Oh mein Gott. Aber hey, ich habe mehr geschafft als gedacht. Hätte ich das Polaroid normal mitgenommen, ohne es zu voiden, hätte ich eventuell Isaac hingekriegt. Aber so dumm wie ich bin, habe ich es selbstverständlich gevoidet, ne? Naja. Aber hey, das war der beste Apollyon-Run, den ich heute hatte. Nach 11 Versuchen. Und das ist alles, was ich will. Ist mir egal. Auch wenn ich jetzt trotzdem nichts freigeschaltet habe. Ist mir egal. Ist mir egal. Hauptsache, ich habe einen Run, der lang genug ist, dass ich ihn hochladen kann. Das ist alles, was ich will. Ja, beim nächsten Mal kann ich einen anderen Charakter spielen. Oh Gott, verdammt. Ich bin so froh, dass es endlich vorbei ist. Ich hab's hinter mir, ja. Ich kann wieder 5 Jahre andere Charaktere spielen, bis ich wieder, keine Ahnung, Apollyon anfasse. Okay, danke fürs Ansehen. Ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen unterhaltsam, obwohl der Run bei Isaac gescheitert ist. Ich weiß nicht, wie viele deutsche Isaac-Videos ich hochladen werde oder wie viel ich machen werde. Wie gesagt, allein der Run. Bis ich einen Run hatte, der gut genug war, dass ich ihn durchziehen konnte, hat 3 Stunden gedauert, ne? Aber es war ja auch Apollyon. Beim nächsten Mal nehme ich einfach einen einfachen Charakter, keine Ahnung, Kane oder so, und dann wird das auch was, wird das auch schon einfacher werden, ne? Und dann brauche ich vielleicht auch nicht ganz viele, so viele Versuche, bis ich einen Part habe, den ich hochladen kann. Okay, ja, das war's. Danke fürs Ansehen und vielleicht beim nächsten Mal und vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, ist mir egal. Okay, das ist das Ende der Aufnahme. Tschüss.